Ich bin ein Mensch. Mensch, Mensch. Du bist ja ein Mensch. Der Knacksack, der soll sich in Grund und Boden schämen. Och, Kirsche, Mensch, du bist doch Mensch. Mensch, Mensch, du bist übrigens wieder asynchron. Und dann kam die Frage auf, wie kann man denn dafür Werbung machen? Ja, ist doch ganz einfach. Der Meister DLP macht für Anton Werbung und ich finde Anton seine Arbeit in der anderen Baustelle auch nicht schlecht. Warum soll ich da keine Werbung für machen? Die anderen Herrschaften sind da auch nicht so zimperlich und vornehm. Und wenn man sich so durchliest, was die alles tun sollen mit Menschen auf dem Totenbett und wen die ausbuddeln wollen, hast du da gar nichts zu sagen? Bist du da gar nicht empört? Du wolltest ja gar nichts dazu sagen, aber so. Und dann kam die AL-Nummer, Mensch, die soll sich schämen, und die Meier gleich mit. Wofür? Dass das herausgekommen ist, dass sie hinterhältig sind, dass sie Intrigen schmieden, dass sie Facebook-Kanäle betrieben haben, die zwar alle schon ein bisschen älter sind, aber wo sich scheinbar viele gefragt haben, wer war denn das damals, wer hat das denn so alles gemacht, was stand denn da alles so für komisches Zeug. Dagegen ist die Telegram-Gruppe von Anton ja echt noch ein Kinderparadies. Und dann stellt sich plötzlich raus, Mensch, Doris und Angela. Ja, und ich soll mich jetzt nicht freuen, ich soll keine Schadenfreude haben, nachdem ich da von den Weibern da so angegiftet und angezickt werde. Ich soll mich da nicht freuen, ich soll zurückhaltend sein, ich soll ganz traurig gucken und dann immer den Leuten sagen, ich bin ein Mensch, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Da hat einer so komische Bilder gepostet. Ja, aber war ich das? Habe ich die aufgenommen? Habe ich die weitergegeben? Nee. Aber ich habe Schadenfreude dran. Klar! Je mehr, je besser. Was ist los? Was aber mal wieder auffällt, ist einfach, dass unser kleiner, dicker Wagentester, Waage, nicht Auto, sich mal wieder mit seiner dicken Rüsselnase in jede, wie er das nennt, Scheißhaufen begibt und erstmal dran rumschnüffelt. Es geht dich doch gar nichts an. Du bist doch gar nicht Thema. Keiner hat deinen Namen gesagt. Keiner will dir Essen wegnehmen. Keiner sagt, du wärst ein Mensch. Mensch, Mensch. Hey, was ist los? Und du musst wieder das Maul aufreißen, wie immer. Ich will ja nichts sagen, aber du stehst doch für gar nichts. Für was für eine Art Moralkompass stehst du? Du stehst für Beherrschung, Rücksichtnahme, Souveränität. Du stehst für irgendetwas davon, du stehst für irgendetwas, was du nicht morgens erwähnt hast und mittags schon 36 Mal geändert hast. Du stehst für was stehst du denn? Nix. Gar nichts. Du kannst nicht singen, du kannst nicht in der Nase popeln. Das Einzige, man sieht dich immer fressen und über andere Leute quatschen. Das ist alles. Mehr hast du nie drauf. Ja, und du gehst den Typen im Tonstudio auf den Sack. Ich habe schon wieder 250 Euro, kann ich 3 Lieder singen? Können Sie denn den Text? Ja, so halbwegs, aber ist ja egal, ich interpretiere das einfach. Ich bin ein Mensch. Wann ist ein Mensch? Mensch, Mensch. Ja, ich habe Schadenfreude. Ja, je mehr, je besser. Je mehr von dieser merkwürdigen Geschichte rauskommt, was die alle produziert haben, je besser wird's doch. Ist denn Krieg, ist das Krieg in den Augen von Kirschli, dem Unersättlichen, ist das eine Einbahnstraße? Geht das immer nur in meine Richtung, wo ich mir was gefallen lassen muss? Und ich agiere noch nicht einmal mit, sondern ich gucke es mir nur an und sage, ich find's geil, ich find's einfach geil, ich find's geil. Der eine springt im Quadrat, die andere, die kriegt eine Halserlenkung und da tauchen komische Sachen auf und dann kriegt man sogar noch mit, wo die herkommen. Mensch! Mensch, Mensch. Ja, ich find's geil. Was ist los? Trau, schau, wem. Immer mein Motto gewesen. Halt dich aus den ganzen Süff-Aktionen raus. Es rennen genug Bekloppte in der Gegend rum, die auf irgendwelchen Daten sitzen und die haben alle nur darauf gewartet, diese Scheiße irgendwann irgendwem mal zu geben, damit sie hier scheppert und knallt. Ja, nun ist es soweit. Was ist los? Warum soll's denn immer nur die einen treffen? Mensch, sei doch mal ein Mensch. Gönnst doch auch den anderen Menschen. Mensch. Ich find's geil. Ja,
Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann mir jeden Tag gucke ich mir die Schadenfreude beim Meister DLP an. Der hat eine Klage gewonnen. Der wurde ja verklagt. Allerdings ist die Klage da im Sand verlaufen, weil der Typ, der geklagt hat, keine Nüsse hatte. Der ist ein Meter vom Ziel, ist er zusammengebrochen. Der war mir dann zu teuer. Ich muss das ja alles bezahlen. Ja, was hast du denn gedacht? Wer das bezahlt? Meinst du, die katholische Kirche macht für dich eine Sammlung oder was? Ja, was ist los? Ich soll Vorbild für irgendwas sein? Nein, ich bin Arschloch vom Dienst. Ich bin schadenfreudiges, dreckiges Arschloch. Ich bin so ein richtiger Drecksgönner, Penner, der anderen Leute die Scheiße am Arsch gewünscht. Ja, die sie nämlich selber produziert haben und wo sie seit Monaten und Jahren behaupten, sie wären es nicht gewesen. Und jetzt fliegt denen das aus ihren eigenen Quellen um die Ohren. Von ihren ehemaligen Vertrauten, die sie wieder verraten an die Typen, die sie vorher alle verraten haben. Und ich bin jetzt der Blöde? Echt? Mensch. Nein. Ich find's geil, ich guck mir die Show weiter an. Ich find's einfach geil. Schlagt euch gegenseitig tot. Ist mir wurscht. Scheinbar sind ja viele, viele alte Rechnungen offen. Zwischen irgendwelchen Leuten von weiß nicht, was weiß ich von wann, 1800, 1900, irgendwas, 2000, ist mir egal. Ist mir immer egal gewesen, war nie meine Baustelle. Aber ey, ich hab hier nichts in den Mund genommen von irgendwelchen fremden Leuten und hab da dann rumgelutscht, während ich mit einer anderen Frau zusammen war. Ich nicht. Da gibt's ja dieses Zeitachsenproblem. Das, was da aufgetaucht ist, da war die Dame doch schon belegt. Es hieß doch immer nur knutschen. Ja, war nichts, nur knutschen. Eine Sachsenbüchse hat immer erzählt, nee, die hätten auch unter der Bettdecke nee, gefühlt, wie die Temperatur ist und solche Sachen. Ne? Ja, ich habe das immer gehört, ich habe gesagt, lass mich mit der Scheiße in Ruhe, was ist los? Und jetzt stellt sich dann heraus, dass Person A die Bilder gemacht hat mit Person B, aber Person A das an Person C gegeben hat, Person C hat das dann an Person D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 und so weiter verteilt. Immer mit der Option, darf ich aber keinem sagen, ist ganz geheim, das ist geheim, darf keiner rauskriegen, guck mal, was die da machen und... Ne? So, und ich bin jetzt in der Ofe, weil ich darüber lache, dass denen ihre eigene Scheiße um Ohren fliegt. Nein, Kirsche, nein. Ich find's gut, ich find's echt gut. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ich bin schadenfreudig. Ja, bin Arsch. An der Stelle muss ich meinen Mitmenschen mal recht. Ja, ich bin Gönner. Ich gönne den Menschen, die Scheiße über andere Leute auskübeln, dass sie auch mal drankommen. Ich find's gut. Polizei haben, Gütersloh, was weiß ich, vier vorbeikommen, jetzt, nachts um drei, ist egal. Hier, bei mir, kein Handy, kein PC, kein nix. Nix mit irgendwelchen Antons was zu tun. Kann jederzeit überprüft werden. Ja, so einfach ist das. Dann nehmt ihr den ganzen Scheiß mit, marschiere ich morgen in den nächsten Kaufhaus oder eBay Kleinanzeigen, besorge ich mir was Gebrauchtes für die Übergangszeit, fertig und man wird feststellen, ich habe damit nichts zu tun. Und deswegen kann ich so schadenfreudig sein. Finde ich geil. Ja. So, in dem Sinne, Kirsche, ne? Psch. Sei ein Mensch. Rede nur über die Dinge, die dich angehen. Sonst fange ich wieder an, über Dinge zu reden, die dich auch angehen. So, tschüss, danke.